Die AMC Entertainment Aktie ist am heutigen Tag mal wieder deutlich im Plus gelandet, hier mit den ca. 3,6% bei der amerikanischen Heimatbörse im grünen Bereich positioniert. Doch das heutige Video wird eher ein kleines bisschen subjektiver. Ich werde über meine eigenen Positionen berichten, ich werde auch dazu kommen, wie ich aktuell da sozusagen gestimmt bin, wie meine Bedenken hier sind. Unter anderem werde ich da Themen ansprechen, die ihr in den anderen AMC Entertainment Videos noch nicht vorher gehört habt. Wir gehen aber auch immer auf die standardisierte Analyse wieder ein. Ich habe eine spannende News mitgebracht, heute für euch auch dabei. An der Stelle wird das mal wieder eine umfangreiche AMC Entertainment Analyse, darauf könnt ihr einstellen. Aber erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Analyse hier auf diesem Kanal Daily AMC, das ist das Motto. Jetzt aber doch nicht mehr Daily, weil hier doch relativ andere wichtige Aktien und Trends hier aktuell wirklich verfügbar sind. Deswegen kommen auch zwischendurch mal andere Analysen. Aber wir kommen direkt hier zu der ersten normalen Analyse und am Ende, beziehungsweise so mittendrin, würde ich dann einfach gerne meine Meinung und beziehungsweise auch meine Bedenken hier bei AMC Entertainment sagen. Wir fangen an und gucken uns als heutigen Tag und als heutigen ersten Schritt als erstes mal die allgemeine Marktsituation an und hier fällt einem direkt schon auf, ja, das ist doch schön grün. Wie kommt das jetzt alles zustande? Ja, irgendwie sind die Märkte in den letzten Tagen relativ stark gefallen. Diesen Dip haben jetzt viele Leute genutzt, um nachzukaufen. Ein klassischer Handelstag, wo viele Leute wieder nachgekauft haben. Deswegen auch gerade die Aktien in den letzten Tagen extrem stark gefallen sind. Vor dem heutigen Tag gut nach oben geschossen. Unter anderem Google, Tesla, Amazon, die standardisierten Aktien auch im finanziellen Bereich. Visa ist auch dabei, heute ein Plus von 2,5%. Währenddessen die Aktien, die in den letzten Tagen eher relativ durchschnittlich bzw. positiv liefen, eher auf einen relativ leichten Konsolidierungsmodus sind, unter anderem jetzt aber auch Gesundheitsaktien, Energieaktien, teilweise auch Utilities, also Grundmaterialien, und da muss man erstmal abwarten, wie sich das Ganze verhält. Aber AMC Entertainment ist wie gesagt auch der Aktie gewesen, die in den letzten Tagen eher in einem fallenden Trend war, doch am heutigen Tag sehen wir diese Reaktion auch deutlich, ja, hier wird definitiv auch nachgekauft. Wir kommen direkt zu der positiven News und es kann man definitiv erstmal sehen lassen und hier kommen wir direkt dazu. Ich habe die Webseite übersetzen lassen, der Translator spuckt hier vielleicht mal ein paar unangebrachte Wörter hier aus. Ich probiere das Ganze irgendwie kurz und knapp hier zu korrigieren und das einfach zu übersehen. Perfekt. Ich glaube, hier brauchen wir auch gar nicht so viel drüber reden. Im ersten Satz steht das hier auch schon nicht. Vielleicht kann man das mal ein kleines bisschen größer machen. Ja, so ist das doch schon perfekt. AMC Entertainment erwirbt 22% der Highcroft Mining Holding Corporation und erhält weitere 23,4 Millionen Warrants auf Highcroft zu einem Preis von 1,07 $ hier pro Aktie. Eigentlich relativ gut an Investition, die AMC Entertainment gleichkommt. Des Eric Spott, einer der weltweit führenden Gold- und Silberinvestoren. Ja, aber was bedeutet das? Wo geht die Investition hin? Man kann sich das gerade schon nähern. Es geht um Ressourcen und gerade hier wird es am Ende noch ein kleines bisschen detaillierter hier sozusagen hier analysiert. Hier steht es einfach nochmal drin, die 71.000 Acres große Highcroft-Mine im Norden Nevadas ist eine der größten Entwicklungsstätten Nordamerikas und da haben wir wirklich schon einen guten Punkt ergriffen, das gehört auf jeden Fall an der Spitze dazu. Es geht um Silber, um einzelne Ressourcen und gerade da wird hier auch gerade, wie gesagt, wie viel da jetzt, wie viel einzelne Ressourcen darauf sind und da steht im nächsten Absatz hier auch nochmal was. Unabhängige Studien Dritter bestätigen, dass die Highcroft-Mine über etwa 15 Millionen Unzen Goldressourcen und etwa 600 Millionen Unzen Silberressourcen verfügt. Das Ganze muss natürlich noch abgebaut werden, aber damit ist AMC Entertainment mit ihren 22% dieser Investition eigentlich gut aufgehoben. Das heißt, sie haben ein weiteres Standbein abgebaut und wie ich finde, gibt das ein kleines bisschen Sicherheit vor weiteren Krisen, vor weiteren Unangenehmigkeiten. Denn ihr wisst es, Ressourcen im Allgemeinen sind sozusagen der sichere Hafen. Und da AMC Entertainment jetzt hier relativ viele Anteile von Highcroft Mining kauft und gerade damit auch in Ressourcen im Umgang natürlich investiert, kann das natürlich gerade auch in Krisenzeiten, gerade auch jetzt bei Corona-Zahlen, was auch immer, bei anderen Krisen, wie auch immer man das jetzt benennen will, hier relativ gut sein. Denn Ressourcen sind, wie bereits auch schon erwähnt, der sichere Hafen. So viel erstmal zu dieser News. Wir gehen direkt weiter in das Darkpool und gucken uns hier einmal kurz die einzelnen Handelsdaten an. Wir sehen ein relativ durchschnittliches Volumen. Irgendwie war jetzt am 11.3. überhaupt keine Daten. Da wundert mich selber noch ein kleines bisschen. Je nachdem wollen wir jetzt heute erstmal detaillierter hier drauf schauen.
Und auch hier bei dem allgemeinen Volumen, wie gesagt, auch eine relativ wenig Veränderung. Wir sehen jetzt hier vielleicht, dass die Netto-Shortquote ein kleines bisschen gestiegen ist. Das normale Volumen, also der Preis, ist auch ebenfalls leicht nach oben gegangen. Aber so viel Veränderung haben wir nicht. Hier haben wir das Ganze noch mit der Netto-Shortquote einmal groß dargestellt. Sprich, diese einzelnen türkisen Balken, die wir hier haben, werden hier einmal groß verdeutlicht. Auch hier eigentlich wenig Veränderung gesehen. Da hat sich erstmal nicht so viel verändert, bis auf einen kleinen Zuschuss, was das angeht. So, an der Stelle machen wir weiter und gucken uns hier einmal eine sehr, sehr interessante Performance an. Wir sehen hier einmal die Short-Volumen. Wir sehen, dass wir extrem stark gedippt sind. Das liegt aber wahrscheinlich an dem Tag, wo wir einfach irgendwie Pause gemacht haben, wo es keine Daten zu gibt. Keine Ahnung warum. Jedenfalls sind wir hier bei der Short-Quote wieder bei ca. 60% hier anvisiert. Wie sieht es am heutigen Tag mit dem Volumen auf zur Öffnung? Ca. 7 Millionen Shares gehabt im aktuellen Zeitintervall hier und wahrscheinlich noch die nächste halbe Stunde. Wobei das natürlich jetzt auch gerade hier angegangen ist. Vielleicht können wir das einmal kurz aktualisieren. Wie sieht es hier aus? Da sind wir gerade drin. Die letzte halbe Stunde hatten wir hier ca. 1,7 Millionen Shares. Also auch eigentlich relativ gutes Volumen im Vergleich zu den anderen Tagen davor. Eine deutliche Steigerung. Somit haben wir jetzt erstmal die grundlegende Analyse fertig. Und jetzt kommen wir direkt zu meiner persönlichen Meinung. Beziehungsweise zwei Bedenken, die ich hier einmal gerne an euch weitergeben möchte. Einerseits haben wir jetzt die Situation, und das ist ja, persönlich, ja, das ist einfach die Sache, was mache ich denn oder was macht man jetzt selbst, was würdet ihr jetzt machen, wenn man jetzt Geld braucht? Klar, man kann es erstmal nicht aus anderen Aktien ziehen, weil man vielleicht auch etwas mehr in AMC Entertainment hat. Wie will man da jetzt vorgehen? Verkaufen ist einerseits kritisch, weil man erstmal den Verlust dann erstmal realisiert, aber irgendwie muss man das Geld ja herkriegen. Das heißt, man ist in einer Zwickmühle und müsste dann entscheiden, dass eine Situation, wo ich wirklich so sagen kann, ja, wenn das passiert, wenn ich jetzt dringend Geld brauche, dann könnte das tatsächlich relativ kritisch werden. Aber zu eurer Aufmunterung, aktuell läuft das ganz gut, auch mit YouTube unter anderem. Von daher sorgt ihr sozusagen dafür, dass ich hier erstmal AMC Entertainment nicht verkaufen muss. Besten Dank an der Stelle schon mal dafür. Aber jetzt nochmal der andere Grund, und da sollte man wahrscheinlich noch ein bisschen im Allgemeinen darüber reden. Der Grund wäre, dass sich das Ganze irgendwie so dahinläuft. Wie meine ich das so dahinlaufen? Ganz einfach, das wird einfach immer weniger und weniger und weniger. Das gerät einfach aus dem Rampenlicht und verliert immer mehr an Interesse mit. Es verkaufen immer ein paar Leute, aber nicht so viel auf einmal. Es ist eher ein kontinuierlicher Abgang. Und das könnte tatsächlich relativ kritisch werden. Denn wir kämpfen, um das vielleicht mal zu verdeutlichen, die Metapher von den ersten Videos damals noch, wir kämpfen als Apes gegen die Hedgefonds, und gerade da müssen wir diesen Kampf mehr oder weniger gewinnen, um hier im positiven Bereich rauszukommen. Wenn nicht, dann haben wir erstmal relativ große Verluste, die wir früher oder später irgendwann denn doch realisieren müssen. Aber wie geht es weiter? Dieser Kampf basiert darauf, dass wir einen einzigen Vorteil haben, und der ist einfach die Zeit. Aber die Zeit ist nur ein Faktor, und irgendwann hört die Geduld natürlich auch auf, und das muss man verstehen von Leuten, die Anfang letzten Jahres hier investiert haben, müssen natürlich jetzt auch sagen, ja, diese anderthalb Jahre, die wir aktuell hier in AMC Entertainment investiert sind, irgendwann nimmt man den Gewinn oder den Verlust halt mit, und dann ist das halt so und gut ist. Ich glaube, das könnte zukünftigerweise etwas mehr passieren, aber ich glaube, das passiert nicht alles auf einmal, sondern eher durchschnittlich. Immer mal wird hier und da ein bisschen verkauft. Wenn das passiert und da eintritt, dann könnte das sozusagen hier aus Vergessenheit geraten, wobei ich persönlich denn dafür sorgen würde, dass AMC Entertainment noch seine verdiente Aufmerksamkeit hier verdient. An der Stelle haben wir jetzt hier sozusagen meine zwei Bedenken geklärt. Ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt von den Negativen zu den Positiven und wollen jetzt erstmal hier sagen, was denn jetzt eigentlich zukünftig weitergehen könnte. Es macht aktuell den Eindruck, als wenn der Boden hier bei ca. 14, 15 US-Dollar standhalten würde. Das gibt eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Perspektive, die man jetzt hier bei AMC Entertainment verlangen kann. Gerade aus diesem Grund könnte das aktuell gar nicht mal so schlecht ausgehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Boden stabil bleibt, dann könnte man ebenfalls in Betracht setzen, dass es zukünftigerweise auch gerade in den kommenden Tagen weiter positiv weitergeht. Dabei wären natürlich im obersten Bereich erstmal Prognosen bei Richtung 19,9 US-Dollar.
US-Dollar drin. Das ist erstmal hier der nächste Bereich, wo wir uns hinarbeiten müssen. Wenn wir dann richtig mit einem kompletten Balken, so wie ich es hier mal gekennzeichnet habe, über diese 19,9 US-Dollar kommen, dann haben wir eine Überschreitung. Dann sind wir aus dieser ewig langen Seitwärtsbewegung, die wir hier natürlich jetzt auch einfach mal eben so kennzeichnen können, raus. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir eigentlich relativ viel positive Impulse, die uns wahrscheinlich dann auch weiterhelfen würden, in höhere Preisbereiche reinzukommen. Dabei werden wahrscheinlich erstmal 23, 25 bis 27 US-Dollar drin. Die mittleren Bereiche werden dann ca. 30 bis 35 US-Dollar hier in Gelb gekennzeichnet. Aber das ist wie gesagt nur ein kleines bisschen weiterhin. Das dauert noch ein kleines bisschen länger. An der Stelle würde ich sagen, kommen wir direkt zu eurer Meinung, zu euren Kommentaren. Aber vorerst noch eine kurze Bitte an euch. Falls du neu bist, auf diesen Kanal gekommen bist, wie auch immer, dann würde ich mich freuen, wenn du gerne mal ein Abonnement da lässt. Es ist wie gesagt kostenlos. Du abonnierst diesen Kanal, kriegst damit täglich einzelne Benachrichtigungen, wenn ich Videos hochlade. Wie gesagt, hier sind spannende Themen rund um aktuelle Situationen, rund um AMC Entertainment, aber auch rund um extrem interessante Aktien, grüne Aktien, Jinko Solani und noch so weiter. Du bist eigentlich praktischerweise auf den neuesten Stand, was Börse und Aktie angeht, wenn du diesen Kanal abonnierst. Würde mich natürlich freuen, wie gesagt, kostenlos, du unterstützt mich damit. Besten Dank an der Stelle schon mal im Voraus. Jetzt aber direkt zu euren Meinungen, zu euren Kommentaren und das gucken wir uns einfach mal unter dem letzten Video an. Auch du kannst beim nächsten Video dabei sein, einfach hier unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Wer wartet, der gewinnt AMC Entertainment, das sollte du wissen, Aktienanalyse Daily AMC. Du, zumindest der Titel des Videos am Freitag müsste das gewesen sein. Hier gucken wir uns jetzt erstes mal die 20 Kommentare an. Und damit würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Kommentar des letzten Videos an. Cactus Aquina, falls ich das falsch ausgesprochen habe, entschuldigt mich an der Stelle. Geduldig sein, wer geduldig ist, wird irgendwann dafür ausbezahlt. Haha, definitiv stimme ich dir dazu, das passt auf jeden Fall. Und gerade da ist die Geduld wirklich der Kern des Ganzen von AMC Entertainment. Wer keine Geduld hat, der sollte am besten am heutigen Tag schon verkaufen, denn das ist einfach unnötig, diese kurzfristigen Investoren hier in diesem Geschehen mit einzubeziehen. Lupe, ich warte noch ein oder zwei oder Punkt, Punkt, Punkt Jahre. Ich verkaufe nicht unter 1000 Euro und das ist mein Statement. Das hat sich gewaschen. Wir können mal gerne mal gucken, wie hier die einzelnen Kommentare ausfallen. Jetzt wollte ich mal einen Kommentar schreiben. 05 Regen schreibt hier 1000 Euro, das glaubst du dir doch selbst nicht. Wenn überhaupt 5 Jahre, maximal 400 US-Dollar. Ja, das muss man natürlich abwarten. Jeder hat seine eigene Perspektive. Wobei 1000 Euro im Falle eines Short Squeeze, sobald das alles abgerüstet wird, gar nicht mal so schlecht wären. Adrian.mp schreibt hier mit einem neuen Kommentar. Er schreibt, hi mein Bester und danke fürs Video, gerne an der Stelle schon mal direkt zurück. Also zu deiner Frage, wie so ein paar Leute von deinem Kanal abgesprungen sind. Meine These, die sind auch von AMC Entertainment abgesprungen, so wie du es in den ersten paar Sätzen gesagt hast. Verkaufe, ja, das könnte tatsächlich sein. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein Knick, da können wir heute mal gerne mal reingucken. Wartet kurz. Ich beziehe euch da immer gerne mit ein, die ganzen Kanaldaten. Ihr macht das ja auch alles möglich. Wir haben diesen Peak gehabt, da ging das wirklich weit nach unten und dann relativ gut wieder aufgeholt. Irgendwie sind wir jetzt wieder bei 2238. Relativ volatil, würde man als Herzanalyst sagen. Ja, das stimmt in der Tat. Aber zumindest sind wir hier aus dieser 2225er Zone erstmal raus. Aber an der Stelle geht es weiter. Für mich ist der Absprung etwas zu spät. Jetzt heißt es alles oder nichts und wie du so schön sagst, das Spiel geht noch lange bis sehr lange weiter. Da stimme ich dir zu. Ja, du hast auch gesagt, wie ich so schön, ja, perfekt. Aber ich vertreibe mir die Zeit mit anderen Aktien und Kryptos, das mache ich ebenfalls auch und wir werden sehen, wann AMC Entertainment bzw. Citadel uns wieder mitspielen lässt. Grüße gehen raus an dich und an alle Holder. An der Stelle bedanke ich mich für deinen netten Kommentar, kriegst auch direkt ein Herz. Besten Dank an der Stelle. Aber auch absolut richtig kommentiert, stimme ich dir hundertprozentig zu. Mr. D mit ein paar Emojis von Dre auch mal wieder da, weil ihr hier mithalten tut der Moon. So muss das sein. W. tut auch am Start mit ein bisschen Popcorn ganz relaxed zusehen. Und jetzt der nächste Kommentar, wieder etwas länger hier von Klausen macht's wild.
Er schreibt, du hast recht mit dem Geld reinstecken, was man hat. Das finde ich ein kleines bisschen viel. Ich habe, glaube ich, so gesagt, dass man nur reinstecken sollte, was man übrig hat. Das müsste man vielleicht nochmal da ergänzen. Ich habe mir ein Haus gekauft und habe über 100.000 Schulden. Jetzt habe ich schon 20.000 in AMC Entertainment reingesteckt, bin 50% im Minus, bin aber echt super entspannt. Ja, das gehört, da gehört auf jeden Fall mal zu, wenn man jetzt mal eben von den 20.000 mal eben 10.000 im Minus ist. Das tut auf erster Stelle mal weh, aber es ist erstmal nicht realisiert hat, das muss man sich definitiv klar machen. Wie gesagt, 100.000 Schulden, hätte ich die 20k nicht in AMC Entertainment reingesteckt, hätte ich zwar noch 80.000 Schulden, aber ich hätte noch Schulden. Ich glaube, mit AMC Entertainment oder mit der AMC werde ich, das geht hier irgendwie nicht weiter, ja, ich glaube, da wirst du die Schulden mit beheben, so würdest du das, glaube ich, auch so schreiben, korrigiere mich, falls es falsch ist, an der Stelle definitiv eine gute Möglichkeit, aber noch der kurze Appell von mir, bitte investiert nur das in AMC Entertainment, was ihr auch bereit seid zu verlieren, im Zweifel, ihr seht es jetzt hier beispielhaft, könnte das relativ kritisch denn rüberkommen. Nickelback schreibt, moin, moin geht auf jeden Fall zurück, grüß dich an der Stelle und 05Ratchet schreibt, überlege mir auch schon langsam alles zu verkaufen und gehen keine Nerven mehr zum Warten und nichts, bin im leichten Plus und warte noch bis April. Auch hier mal ein paar witzige Kommentare, wenn du verkaufst, steigt der Kurs. Genau, weil er wahrscheinlich geschortet hat, das hätte ebenfalls sehr sein können, ja, muss man mal eben kurz sagen. Thorsten, wenn du verkaufst, wirst du sowieso wieder einsteigen. Ja, muss man hier auch mal eben kurz ergänzen an der Stelle. Besten Dank fürs Kommentieren, besten Dank fürs Durchgucken an der Stelle. Wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Gerne abonnieren, liken und kommentieren, wie immer ihr wisst, das für den Algorithmus, das ist ganz wichtig. Haut rein, macht's gut und Cheerio!